Liebe Leute, wir treffen hier zusammen zur dunkelsten Stunde im Inka-Reich. Frankreich hat uns überfallen, mit ihnen Savoyen, Portugal. Portugal haben wir rausgenommen. Aber sie haben es geschafft, uns mit zahlenmäßiger Überlegenheit, mehr als das Doppelte an Feinden steht uns gegenüber. Und mit technologischer Überlegenheit. Frankreich habe ich gerade mir in der Pause angeguckt. Mittlerweile auf Tech 23. Ist aber noch bei 22, wir wissen, Tech 23, Militärtaktik, da kam die her. Die hat schon nochmal in sich. Ich sehe uns nicht in der Situation, diesen Krieg gerade gewinnen zu können. Wir können ihn jetzt verlieren oder wir können ihn in 5 Jahren verlieren. Und auf dem Weg dahin das Land komplett ruinieren. Die Fronten sind einfach. Es sind zu viele Fronten und sie brechen. Die Front im Norden längst gebrochen. Savoyen hier gelandet. Ich kann dem nichts entgegensetzen. Wir haben zwei Schlachten geschlagen. Wir haben die Schlacht von Mutulu erlebt, wo wir Savoyen fast hätten vernichten können. Es fehlte ganz wenig. Ein bisschen Glück, ein bisschen Glauben. Und dann aber eine, ich glaube, es war hier in Cochabamba, die zweite Niederlage gegen Frankreich, gegen Raoul Letellier, der eine wahnsinnig starke Armee ins Feld führte, 1 zu 2 unterlegen, hat das Terrain auf seiner Seite gehabt und uns in die Schranken gewiesen, anders können wir es nicht sagen. Frankreich hat uns die Grenzen aufgezeigt und nach dieser Niederlage bin ich eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen Frieden machen, wir müssen Frankreich um Frieden bitten. Verhandeln, um irgendwie aus der Sache rauszukommen, uns zu sammeln und dann zurückzukehren. Deshalb entsenden wir unseren Botschafter nach Paris und lasst uns verhandeln. Es ist nicht allzu viel. Es geht, es geht. Was können wir tun? Ich will auf jeden Fall vermeiden, Frankreich Land zu geben. Das darf nicht passieren. Ich bin bereit. Wir gucken mal. Irgendwelche Vasallen aufkündigen? Nein, schade eigentlich. Denn die nerven. Ich müsste neue Granada entlassen. Okay. Kann ich mit leben. Alle anderen Nationen nicht. Okay. Träger aufkündigen ist kein Thema. Gold wollt ihr es. Ihr wollt wahrscheinlich was anderes als Gold. Land an die Vereinigten Staaten. Okay, das vielleicht nicht gerade da. Können wir da was Zusammenhängendes bauen? Gibt es noch mehr? Okay, hier war diese eine einzelne Provinz, die gebe ich auf gar keinen Fall zurück. Das ist alles kein Thema. 30. Sie wollen was anderes. Sie sagen dann aber auch immer nicht was. Andere Zugeständnisse, okay. Das geht noch, was geht noch? Hier kann ich Land abtreten, aber nur in Frankreich? Ah ja, zum Beispiel an. Was war das hier mal? Das haben wir doch erst neulich erobert. An Savoyen. Beziehungsweise. Es war eine ehemalige Kolonialnation. Damit können wir vielleicht noch leben. Savoyardisch Westindien? Okay, interessant. Weil wir haben hier doch Savoyardisch La Plata, glaube ich, erst weggefegt. Da sehe ich noch Land für Savoyen, aber ich komme nicht ran. Muss es wahrscheinlich irgendwie zusammenhängen. Leute, die Zeit müssen wir uns natürlich jetzt nehmen. Da muss doch noch mehr Land geben. Das ich dann im Zweifelsfall übergeben könnte oder nicht. Ah ja, hier Tierra del Fuego. Frankreich will ja doch gar kein Land von uns. Wofür der Krieg? Wofür diese ganzen Toten? Das ist ganz schön viel zum Scrollen hier, Leute. Jetzt kann ich Ihnen das geben, okay. Dann sagt ihr ja. Wenn ich das sage, nee. Ich muss Ihnen wirklich. Dann wird das der Friedensvertrag, so wie er tut. Was? Hier doch irgendwo mit C, ne? Das gibt's doch nicht. Da. Dann geht das alles an Savoyardisch Westindien. Das ist
okay, weil das können wir halbwegs einfach zurückerobern, genauso wie Neugranada kein Problem für uns darstellt in der Rückeroberung. Es tut natürlich weh, weil wir Land verlieren, weil wir diesen Krieg verlieren. Aber es geht tatsächlich. Wir haben halt Frankreich einiges abgetrotzt. Und sie müssen sich gut überlegen, ob sie, ich weiß nicht, wann dieser Krieg begonnen hat, nach 6 Jahren immer noch weiterkämpfen wollen um diesen riesen Kontinent. Also wenn wir wollten, wir könnten den Krieg noch eine ganze Weile in die Länge ziehen. Aber wir können ihn nicht gewinnen. Wir können ihn absolut nicht gewinnen, deshalb der Schandfrieden von Paris. 200.000 Mann, 400.000 insgesamt gefallen. Waffenstillstand habe ich nicht aufgepasst, bis ba, 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 98. Zu Waffenstillstand nur 8 Jahre, das ist auch nicht so viel. Endet 97. Ganz wichtig. Man muss sogar nachdenken, Portugal den Krieg zu erklären, gegebenenfalls. Unabhängig garantiert. Ah, wird garantiert von Spanien. Das ist der Weg weiter über Kastilien nur zu gehen, aber ganz, Leute, was rede ich hier über neue Kriege? Völliger Quatsch. Wir sind gerade komplett auseinandergenommen worden. Das Söldnerheer wird aufgelöst, weil es einfach zu teuer ist. Diese Armee. Ja, wir sammeln mal die Truppe. Wir sammeln mal unsere Armeen hier. Das, was noch von ihnen übrig ist. Ihr seid alles Söldner, oder? Ich brauche euch nicht mehr. Zumindest nicht im Moment. Es gilt nämlich, die Wirtschaft irgendwie wieder auf die Beine zu bringen. Die Flotte können wir auch komplett umbauen. Die Kriegsgaleonen, die laufen erstmal Panama an. Genauso die Transportschiffe. Das hätte ich andersrum machen können. Bleiben die Karavellen. Gehen wir mal auf 15 hoch. Auftrag: Handelsschützen. So. Daruwarming. Festungen, deaktiviere ich sie? Ja, ich denke mal. Ihr seht die meisten. Also ein paar Portugiesen. Oh, warte mal, ich habe hier Land genommen, ne? Ja. Das heißt, da muss ich auch verteidigen. Also erstmal gen Süden. Hätte ich vielleicht doch nicht alle Söldner auflösen sollen, ups. Festungen deaktiviere ich aber trotzdem. Sparen ist gerade angesagt. Bilanz aber schon mal wieder ins Positive geschoben. Könnten uns überlegen, sollten brasilianisch wahrscheinlich fördern. 100 Macht dafür investieren. Kanadisch aufgeben, brasilianisch fördern. Macht das Sinn? Oder die Muisca? Ich sollte warten, dass ich noch einen hinzufügen kann, ne? Ja, mit der nächsten Professionalisierung der Marine. Da haben wir echt verloren, ey. Shit. Diese Tech-Stufe macht uns halt fertig. Okay. Ansprüche aufbauen aufs Aztekenreich. Das hat natürlich, ihr seht's, ne? Geschenkt. Komplettes Geschenk. Sobald der Diplomat zurück ist. 96 schließen wir das ab. Immerhin dann mal. Boah, viel zu lange hat das gedauert dann. Also, die nächsten Schritte. Erstmal verteidigen wir uns gegen die Rebellen. Dann sparen wir, müssen wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. 3.169 Dukaten Schulden sind zu begleichen. Dann Krieg gegen die Azteken als erste Priorität. Das Land ist frei. Es liegt vor uns, wir müssen nur zugreifen. Deswegen lasse ich die Armee auch direkt hier aufmarschieren. Das ist wirklich ein Geschenk. Geschenktes Land. Gegen die portugiesischen Nationalisten kann ich erstmal nichts machen, glaube ich. Das sind. Kriegen wir aber auch hin, ne?
Wo sind sie? Okay, die sollten nicht attackieren, das wäre ungünstig. Jetzt habe ich sie, ich übersehe sie, oder? Da, 14.000. Das krieg ich hin mit der Armee. Das geht auch schneller, wenn ich die Flotte einsetze. Das Aztekengold brauchen wir jetzt für unseren wirtschaftlichen Wiederaufstieg. Kolonien neu ordnen. Machen wir auch sofort. Ba, ba, ba. Kurz mal geschaut, wir haben da eine. Wir haben, also das eine Kolonie, da ist eine. Hier ist eine. Da ist eine. Die drei sind im Bau. Die ist schon beauftragt, alles klar. Das heißt, mir fehlen aber auch Truppen, um meine Kolonien zu beschützen. Angemessen zu beschützen. Oh, hier habe ich 1000 Mann, okay. Never mind. Wobei, die 1000 Mann kann ich auch hier zu der Armee stellen. Wo hin auf dem Weg ist. So. Landen direkt. Da, hier ist ganz gut. Vor den Azteken. Holen uns ihr Land, holen uns ihr Gold. Und läuten damit den Wiederaufstieg, den wirtschaftlichen, ein. Hier erstmal verteidigen. Wir können Tempo reinnehmen. Plan bis 1700. Müssen wir uns komplett einmal schütteln und aufraffen. Und zu der Großmacht werden, die wir sein könnten. Dieses Land hat so viel Potenzial. Schaut euch nur die Entwicklung an. Wir haben fast 600 mehr Entwicklung als Frankreich. Und trotzdem konnten sie uns so dominieren, weil ihr Land natürlich auch deutlich ausgebauter, deutlich kompakter ist. Kolumbien, interessant, frei. Sehr, sehr spannend. Also sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten und eine Wirtschaftspower, mit der wir es nicht aufnehmen können. Aber sei es drum. Erstmal das Gold der Azteken. Ach, Kriegsgrund, Leute. Wer braucht so einen Quatsch heutzutage noch? Gut. Wir müssen uns gleich stilllegen. Ich spare jetzt an allen Ecken und Enden, solange ich vor allen Dingen die Waffenstillstände habe. Hier ist eine Kolonie. Da ist eine Kolonie im Bau. Oh, die andere Kolonie. Ich meine, da kennt sie doch eigentlich. Da. Falsch. Da. Hier sind wir natürlich auch gleich fertig, ne? Südamerika ist nichts mehr zu holen. Fokus dann natürlich hier auf den Norden. Revolte kommt gleich. Die anderen Revolten haben wir im Griff. Waffenstillstand mit Savoyardisch Westindien, auch wichtig für uns. 98, okay. Gleicher Waffenstillstand, natürlich, klar. Also wir haben ein bisschen Zeit. Aber nicht lang und ist nicht der einzige Feind, den wir haben. Spanien auch so ein Kandidat, uns einfach mal anzugreifen. Und wir haben nach wie vor eigentlich keine Freunde auf der Welt. Swahili, ja. Marokko hat uns verraten. Hat sich bisher aber auch eher zur Last herausgestellt. Und in dieser Welt gibt es zwar uns freundlich gesinnte Nationen, aber keiner davon ist wirklich potenziell ein echter Freund. Malakka gegen das Mamelukenreich ist natürlich auch interessant, sage ich mal. Vielleicht mal ein ganz kurzer Blick in die Welt. Spanien, Majapahit und Malakka. Weil sie die Unabhängigkeit des Mamelukenreichs garantieren, aber was hat denn das Mamelukenreich hat hier? Okay. Ordentlich Besitz genommen. Ich erinnere mich, wir wollten ja mal hier mit Japan irgendwie vielleicht zusammenkommen. Malakka wäre auch ein interessanter Partner in Übersee. Japan fände ich aber noch interessanter.
Ja, ganz kurz, aber um das den Rundown einmal durchzugehen. Osman relativ isoliert, was Freunde angeht, aber wer so stark ist, braucht auch keine Freunde. Die Achse Savoyen, Böhmen, Frankreich. Boah. Böhmen hat auch nicht zu viele Verbündete. Böhmen auch stark. Holland. Seid ihr eigentlich auch kolonial unterwegs? Entdecker-Ideen ganz frisch in diesem Business. Das ist alles wie gehabt. Skandinavien wird angegriffen von Savoyen. Verteidiger gegen Mecklenburg. Spannende Zeiten. Swahili, wenn wir mal mehr über sie wissen, wir sollten mal ein paar Kartendeals, glaube ich, machen demnächst. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Gegenspionage beenden soll. Ich glaube, nein. Ich halte noch ein bisschen daran fest. Goldenes Zeitalter. Ja, das werden wir erst im nächsten im Zeitalter der Aufklärung dann, glaube ich, erleben. Die Azteken annektieren wird super wichtig. Die Mixteken annektieren ebenso. Das ist nicht mal ein Problem. Zahlen den ersten Kredit zurück. Terrain ist okay. Die holen wir uns. Passt. Kann mir langsam Ruhe einkehren lassen, aber es ist so viel zu tun. So viel zu tun. Das Problem ist natürlich, dass wir einfach allein sind. Allein gegen die Welt. Der Jas. Immerhin nähern uns der 70%-Marke wieder, was die Einheit angeht. Gleich können wir den Krieg hier vom Zaun brechen. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr eine Armee. Keine Armee, keine Freunde. Aber Gold. Wir erinnern uns, das Land wurde mal aus uns rausgebrochen, beziehungsweise aus dem Mixtekenreich. Achso, Monatswechsel abwarten. Jetzt kurz. Alles klar. Keine weiteren Unruhen zu befürchten. Im Süden werde ich sie, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Marsch gen Norden. Wahrscheinlich wäre es sogar schneller, wenn ich die Transportschiffe da runterschicke, aber erstmal passt das soweit. Erstmal ist okay. So. Abberufen. Wieder einen Monat warten. Krieg erklären. Gucken, wie viel Gold sie haben. Apropos Gold. Es ist Zeit für euren Beitrag, liebe Kaufleute. Ihr könntet eigentlich auch mal euren Beitrag wieder leisten. Bei 20 Loyalität. Macht gegen Loyalität. Frankreich gegen Marokko. Okay. Shit. Ich behalte das. Naja, wir machen den Deal, ist okay. Der ist schon. Das ist, der ist okay, der ist gut. Der ist sehr gut. Krieg gegen die Azteken. Achso, ich habe keinen Anspruch. Ich dumm? Ah nein, ich habe den Anspruch nicht formuliert. Da hatte ich wieder die Macht. Ah. Okay. Na, oh Gott, fast die Annexion abgebrochen. Gegenspionage mal abbrechen. Das dauert mir jetzt zu lang mit den Diplomaten, das hin und her. Das sind mal hier so Kleinfehler, bevor hier irgendjemand auf dumme Gedanken kommt. Wird's bald? Wird's bald? So, jetzt aber. Und dann schicke ich den einen Diplomaten noch direkt mal Richtung Japan. Die uns weniger wirklich helfen können.
die aber vor allen Dingen Abschreckungspotenzial natürlich besitzen. Sind technologisch auch weit hinter der Zeit, leider. Aber es könnte so ein bisschen die Achse sein, ne? Zwischen Ost und West im Pazifikraum. Uns den Pazifik so ein bisschen aufzuteilen, vielleicht mit Japan. Sind uns nicht so wahnsinnig begeistert gegenüberstehen, aber man kann zumindest haben wir die Beziehungen pushen. Malakka, alternativer Plan für mich. Vielleicht sogar verlockender. Aber die Grenzen sind da dann doch zu weit weg noch. Müsste man in der Nähe mal ein bisschen was missionieren, kolonisieren. So, das wird alles ruckzuck gehen. Wir brauchen sogar mehr Männer. Gut, das können wir ganz kurz regeln. Wir belagern kurz das Umland. Das kriegen wir alles auf die Reihe. Normalerweise müssten sie sich doch hier automatisch die Fregatten dem irgendwie annähern. Wir beobachten das mal. So, machen wir die Festung. Wahrscheinlich noch einen Kredit begleichen. Bleiben noch zwei. Ah, ist viel zu viel. Okay. Auf gar keinen Fall investiere ich in die Technologie. Auch wenn sie gut ist. Leider sind wir Winner. Das ist ganz interessant. Ich habe mich am Anfang gewundert, wenn nicht sogar beklagt, dass es recht einfach war, technologisch den Anschluss an die Europäer zu finden. Haben dann über die letzten 100 Jahre, nachdem wir sehr schnell sehr weit gekommen sind, doch wieder ein bisschen den Anschluss dann aber verloren. Das ist interessant. Jetzt gucken wir gleich mal. Wir sind aktuell bei 28 Dukaten durchs Gold. Und wir sind bei minus 0,1 Inflation pro Jahr. Müssen wir ja ein bisschen Korruption noch bekämpfen, jetzt massiver. Ja, ich weiß immer noch, die Territorien tun halt besonders weh. Hier machen wir auf jeden Fall ein Staatsgebiet auch aus Mexiko. Insofern ein kleiner Schritt in diese Richtung, in die richtige Richtung. Sobald ich die Schulden abgebaut habe, die mich ja auch locker mal noch 5 Dukaten Zinsen kosten. Massive Investitionen auf jeden Fall in die Wirtschaft. Solange wir die Waffenstillstände haben. Und dann kehren wir um, investieren ganz massiv in. War da nicht gerade Beziehungsverbessern? Ich habe auch was anderes gekriegt. Ich nehme auch Handelseffizient. Alles gut. Nur ein bisschen was Schöneres nehmen. Eine Feder. Tatsächlich kriegt ihr Macht. Also wenn ich jetzt irgendwas wirklich sparen muss, dann sind es natürlich. Das ist einfach Manpower. Das ist gerade mit das Kostbarste, was wir haben. Litauens Unabhängigkeit wird unterstützt. Litauen, glaube ich, doch zu Österreich gehöre ich, ja. So, jetzt kann das aber auch mal zu Ende gehen hier. Gebeutelte Armee. Würde, wie gesagt, ja, nochmal 2 so 30.000er Stacks aufbauen. Erstmal. Können zumindest eine 30.000 Mann starke Armee aufbauen und dann. Dass wir dann über den Drill auch mal wieder ein bisschen Professionalität aufbauen können. Ein bisschen. Mexiko gefallen. Wunderbar. Die werden natürlich komplett annektiert. Bitte? Was wollt ihr denn mehr als komplett von mir besetzt zu werden? Das ist interessant. Festungen können wir mal deaktivieren.
Charakter? Weigert, warum? Also ja, natürlich seid ihr dann nicht mehr auf der Karte vertreten. Das irritiert mich ein bisschen. Was denn noch mehr? Aztekische militärische Stärke. Warum? Wo ist denn eure Armee? Da, okay. Ja, gut, sagt das doch, wenn ihr besiegt werden wollt, Leute. Das ist doch kein Thema. Radikale Reform, ja, das ist auf jeden Fall an der Zeit. Der Meisterpräger verlässt unseren Hof. Der Händler verlässt unseren Hof. Beide verlassen unseren Hof. Der Meisterpräger ist schon gut. Den will ich ungern hergeben. Der ist wichtig für uns. Es gibt eine Alternative. Prestige. Den hier kann ich ersetzen. Werde ich eigentlich dann die Macht, ne? Also 200 Macht sind natürlich besser als so ein Meisterpräger hier. Raus mit beiden. Ich muss sofort die Macht wieder in Quarantäne investieren. Beziehungsverbesserung. Prestige. Fragt sich halt, wo diese Armee vorher war überhaupt. Oh, hier können wir demnächst auch ansetzen. Denn das dürfte gleich ein Staatsgebiet geben. Nächste Schritte sicher auch gegen die ganzen Indianerstämme. Ja, Leute, jetzt macht auch kein Drama draus, ne? Gut, bis jetzt zu Hause ist natürlich auch Quatsch. Na gut. 3 Monate! Gottes Willen. Ausländisches Talent kostet uns aber auch 1300. Das Geld habe ich gerade nicht. Vielleicht sollten wir uns mit den Vereinigten Staaten zusammentun. Auch so eine Idee, die mich ihnen gerade Land in den Rachen werfen musste. Können wir vielleicht auch gleich mit ihnen zusammenarbeiten. Euer Ernst. Zum Haufen Bauern. Verteidiger des katholischen Glaubens. Oh. Ich sehe genau, was hier passiert. Leute, stellt euch, wenn ihr nicht untergehen wollt, dann kämpft doch wenigstens. Danke. Ja. Das hättet ihr auch schneller haben können. So. Kehren wir nochmal an den Verhandlungstisch zurück. Ach, auf einmal. Schade, ein bisschen mehr Gold hätte ich mir erhofft. Sofort zu Kernprovinzen machen. 41% Überdehnung. Ja gut, es ist so viel jetzt nicht. Okay. Irritiert mich ein bisschen, dass das so viel Land ist. Das macht gerade natürlich überhaupt keinen Sinn hier. Ganz kurz. Die kommen jetzt natürlich alle wieder. Das ist natürlich dann doch ordentlich. Dann müssen wir eigentlich Autonomie gewähren. Moment, wo sind denn diese Provinzen? Poja? Ist das nicht hier die Ecke? Doch. Ich gar keine andere Wahl, glaube ich, als mit Autonomie gegenzuhalten. Es ist viel zu teuer, einfach sie zu bekämpfen. Zwei, drei, 2,3 Jahre. Müssen wir doch, glaube ich, anrücken, aber nur verzögert das Problem. Das sollten wir aber in den Griff kriegen. So, die Mixteken, das hat sich dann jetzt auch erledigt. Endlich, endlich. Das ist ein Drama in mehreren Akten, wie sich das jetzt zieht. Mexiko als Festung, ja. Ich behalte mal beide, weil Mexiko ist echt eine schöne Festung, so ein gutes Land. Es ist das Emporium und hier ist natürlich die Engstelle.
Wie gesagt, ich will 30.000 Mann starke Armeen aufbauen. Um auch einfach wieder sinnvoll drillen zu können. Und dann machen wir erstmal kurz einen Prozess jetzt im nächsten Schritt mit den Bengalen. Okay. Also nächster Schritt. Kurzer Prozess mit den Indianervölkern allen hier. Das kommt mir auch ganz gelegen, dass sie untereinander verbündet sind. Die schnappen wir uns alle. Hier entsteht eine Kolonie, ein Kolonialreich. Das können wir uns quasi schnappen. Wir haben im Blick, dass... Naja gut, das ist natürlich auch 17,5. Dürfte es 98 sein, dass wir zugreifen können. Aber vor allem diesen Waffenstillstand natürlich 97 gegen Portugal auf dem Kopf. 98 gegen Frankreich. Das sind so die Daten, mit denen wir jetzt arbeiten müssen. Die wir uns merken müssen. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist übrigens auch das Ende erstmal dieser Folge, glaube ich. Jetzt kurz wird die Armee vielleicht hier aufstellen. Ich würde sagen, ein erster Schritt ist getan. Erster Schritt Richtung innerer Ruhe, die wir hier versuchen wieder zu erlangen. Osmanen gegen Böhmen. Okay, das ist spannend. Das ist äußerst spannend. Da gucken wir gleich mal rein. Gegen Böhmen, Schweiz, Elsass, Savoyen. Gut, ist ein guter Krieg für uns. Wenn da Druck kommt auf Savoy. Das hält sie ab von irgendwelchen allzu törichten Aktionen. Mein Admiral ist gestorben. Keine allzu lange Karriere hinter sich. Wir können einen Rivalen wählen, der wird Portugal heißen. Fleischliche Gelüste? Kenne ich nicht. Bisschen Prestige. Für die Liebe. Das inkische Kaiserreich ist bekannt. Berühmt, möchte ich meinen, für seine Toleranz. So, wir verfügen gleich wieder über eine halbwegs ernstzunehmende Armee, aber auch nur in Maßen. Wir werden dann sicher auch die der Mixteken bei uns aufnehmen. Und sobald es irgendwie geht, natürlich auch die übrigen Staaten annektieren. Das sind jetzt wirklich die nächsten 10, 15 Jahre, werden wir große Fortschritte, glaube ich, erzielen. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen meine Beschreibungen Japan gegenüber aus den Augen verloren, aber ist das gar nicht so einfach. Es könnte eine Zweckallianz mit den Vereinigten Staaten geben, wenn sie ihren Hass uns gegenüber vergessen. Könnte man so ein bisschen über eine Aufteilung Nordamerikas sprechen. Fürs Erste natürlich, fürs Erste. Seid ihr unbesorgt. Jiangsu. Russland weiter auf dem absoluten Vormarsch. Und das mächtige Mecklenburg. Herrschaften gegen Skandinavien. So. Die Armee kann erstmal wieder drillen. Wir wollen ein bisschen professioneller wieder werden. 0,14. Spalten des Militär. Erstmal defensiv denken. Können sie hier attackieren? Nein. Kann ich auch da drillen. Und dann stehen wir doch erstmal ganz gut da. Das nervt mich ein bisschen. Das hatte ich da nicht den Handelsauftrag gegeben, oder was? Aber ich ziehe da jetzt eh nochmal 5 Schiffe raus, denn ich möchte ja weiter in die Welt hinaus. Ihr könnt natürlich weiter den Handel schützen. Das sind 5 Karavellen, auch wirklich nicht mehr so zweckmäßig sind. Wir brauchen einen Entdecker. Guter Mann.
und wollen alles wissen von der Welt. Oh, jetzt habe ich überproduziert. Gewisserweise. Wie hätte ich die Armee aufgestellt? Oh, 12.000 Kanonen. Savoyen schürt Unruhe. Das ist extrem ungünstig. Denn ihr seht sofort explodieren hier die Probleme. Das heißt, wir können den Drill direkt beenden, denn jetzt wird es gleich knallen. Wir können ein weiteres Darlehen zurückzahlen und drücken lieber auf Pause, bevor hier das komplett aus dem Ruder läuft. Also in der nächsten Folge werden wir gegen die Unruhe vorgehen müssen. Das ist natürlich jetzt brutal, dass Savoyen diesen Schritt gegen uns unternimmt. Wir werden die Mixteken endlich annektieren. Wir werden gegen die Indianerstämme vorgehen. Wir werden erleben, dass die Waffenstillstände enden. Und wir werden aufrüsten müssen, wirtschaftlich wie militärisch. Wirtschaftlich wird uns das sicherlich helfen, das Aztekengold zu haben. Erstmal natürlich ein kleiner Push, aber gleich, wenn es Kernprovinzen sind, wenn es Staatsgebiet wird, dann wird das einen ordentlichen Schritt bedeuten. Spannende Zeiten. Wir werden arbeiten an möglichen Allianzen mit Japan und vielleicht den Vereinigten Staaten, was ich aber komplett nur als Zweckallianz sehe. Na gut. Weil wir die gleichen Feinde haben. In dem Fall gilt tatsächlich, der Feind unseres Feindes ist unser Freund, bis er unser Feind wird. Wer kennt es nicht, das alte Sprichwort? Das Inka-Reich und die Vereinigten Staaten, das Großfürstentum der Vereinigten Staaten von Amerika unter Prince Frederick Cromwell gehen ein Bündnis ein. Wahnsinn. So, jetzt habe ich gesehen, ist noch eine Kolonie fertig geworden. Ich glaube, das müsste die hier sein. Jawohl. Expansion. Wichita. Kriegen wir hin. Habe ich ihn richtig gesandt? Ja. Jetzt aber Pause. Also, nächste Folge müssen wir erst mit den Unruhen klarkommen. Ich werde auch endlich dann mal mit unseren Verbündeten mal über Karten sprechen. Gerade das hier will ich eigentlich aufgedeckt wissen. Die Vereinigten Staaten sind durchaus eine ernstzunehmende Macht, die uns aber sehr feindlich gegenüber eingestellt ist. Ich kann mir da mal ein bisschen an den Beziehungen feilen. Ihr habt aber nicht ein Problem mit uns, weil ich irgendwas von euch beanspruche, oder? Moment, Moment, Moment. Die Zeit nehmen wir uns. Ja, sorry, Leute, sorry. Ich mach Quatsch. Nee. Aber andersrum. Ja. Habt ihr Wünsche? Ja, Ansprüche. Okay, interessant. Also, die Vereinigten Staaten und das Inka-Reich. Ein Bündnis auf Zeit, das wissen wir alle. Machen wir uns nichts vor. Aber ein Bündnis, das uns helfen könnte. Wir sehen uns in der nächsten Folge.